Ja, ist doch, denn. Ermittlungen eben auch Monate und schon wird nicht mehr in der Moschee gepredigt, sondern in einer Privatwohnung. Mit dem neuen Gesetz, nun, das Macron angestoßen hat gegen den islamistischen Separatismus, da erhält Frankreich neue Möglichkeiten. Sie wollen Imame selbst ausbilden und auch der ausländischen Finanzierung muslimischer Vereine einen Riegel schieben. Das birgt aber wieder Sprengstoff, weil viele Moscheen als Vereine organisiert sind und auch das bringt die muslimische Welt in Wallung. Umschalten.
Schaut dich um. Video. Meine Damen und Herren, guten Abend. Willkommen zum Vortrag der Naturwissenschaft in Gesellschaft Winterthur. Die erste obligate Frage bei all diesen Veranstaltungen: Sehen Sie etwas und hören Sie mich? Schalten Sie Ihr Mikrofon ein und sagen Sie ja, wenn Sie etwas hören, bitte. Es schreibt etwas. Hat über den Chat geschrieben. Okay, gut. Jemand hat im Chat geschrieben, man sehe etwas und man höre mich. Das ist immer der bange Moment, wenn Sie eine solche Veranstaltung beginnen. Wir sind der Technik heute Abend viel stärker ausgeliefert als an anderen Veranstaltungen. Mein Name ist Patrick Heschler, ich bin im Vorstand der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur und ich werde Sie durch den Abend führen heute. Der Abend ist sehr speziell, die erste Übertragung via Zoom, die erste Online-Veranstaltung der NGW, und wir zeigen Ihnen schnell, wie es im Saal aussieht. Die regelmäßigen Besucherinnen und Besucher kennen alle diesen Hörsaal. Er ist ziemlich leer, bis auf Peter Lippuhn und den Präsidenten der NGW. Wir werden diesen Vortrag aufzeichnen und Ihnen nachher zur Verfügung stellen. Auch Leute, die heute Abend nicht dabei sein können, können sich auf die Arbeit ansehen. Ich begrüße auch unsere Gastgesellschaft, Swiss Engineering, ebenfalls nicht live hier im Saal, sondern irgendwo zu Hause. Unser heutiger Referent ist Urs Anherd. Er ist Programmleiter Nachbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg und stellvertretender Projektleiter des ganzen Rückbaus- und Stilllegungsprojekts. Herr Anherd hat Physik studiert und ist seit 2009 in Mühleberg. Er hat sich dort weitergebildet, intern bis zum BICke-Ingenieur und hat dann auch als BICke-Ingenieur Sicherheitsanalysen zum Rückbau, zur Stilllegung durchgeführt. Urs Anherd kennt die Physik vom Studium her, er kennt das Kraftwerk aus eigener praktischer Erfahrung und ist deshalb prädestiniert, um diesen Rückbau auch zu leiten. Das Kernkraftwerk Mühleberg liegt 14 Kilometer westlich von Bern an der Aare. Es ging 1972 ans Netz und hat 47 Jahre lang Strom produziert. Vor genau 315 Tagen, am Mittag des 20. Dezember 2019, wurde es zum letzten Mal heruntergefahren. Herr Anherd, was ist seither passiert? Was wird in den nächsten Jahren noch passieren? Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Guten Tag an alle zu Hause. Es ist eine spezielle Situation, auch für mich, so vor einem halbleeren Hörsaal. Aber wir sind halt nun auch in speziellen Zeiten. Genau, um was geht es? Es geht heute in meinem Vortrag um die Stilllegung des ersten kommerziellen Leistungsreaktors hier in der Schweiz. Das ist ein riesiges Projekt. Es ist ein großes Projekt. Wir reden da über eine Projektdauer von circa 20 Jahren, über ein Projektvolumen für die Stilllegung von circa, also nicht ganz 1 Milliarde Franken. Und ich möchte Ihnen heute nahelegen oder versuchen zu erklären, warum das so viel Zeit beansprucht, warum das so viel kostet. Und ja, Ihnen mal zeigen, was wir bisher erreicht haben und was wir noch so vorhaben. Zu meiner Person wurde eigentlich schon alles gesagt. Das ist schon mal schön. Dann kann ich diese Folie skippen. Vielleicht noch eine Sache,
eine Erklärung, was überhaupt so ein Programmleiter ist. Das hat weniger zu tun mit dem Entertainment. Das ist mehr geschuldet, dass ein großes Projekt halt irgend untergliedert werden muss und irgendwann mal dann die Namen ausgehen. So haben wir unser Projekt, das Gesamtprojekt, gegliedert in 4 Programme. Eines geleitet durch meinen Chef selber, das ist die ganze Projektsteuerung. Ein Programm betrifft den Nachbetrieb, ein Programm die Demontage und ein Programm dann die Entsorgung. Jedes Programm besteht aus verschiedenen Projekten. Alles in allem hat eben das Gesamtprojekt um die 45 Projekte, welche dann selbstverständlich wieder untergliedert sind in diverse Teilprojekte. So haben wir dieses große Projekt gegliedert. Also, hier die Agenda, was ich Ihnen heute gerne zeigen möchte. Ganz kurz etwas über den Standort, um welches Objekt es genau geht. Nachher auch die ganze Vorbereitungsgeschichte. Es wird immer wieder erzählt, dass wir sind ein Pionierprojekt. Das stimmt. Das stimmt vor allem auf der Verfahrensseite, auf der Genehmigungsseite, weniger auf der technischen Seite. Wir sind nicht die Ersten, die einen Leistungsreaktor zurückbauen. Da ist die Technik ist etabliert, da erfinden wir nichts Neues. Da haben wir State-of-the-Art-Methoden, die werden wir anwenden. Ich werde grob etwas erzählen über die verschiedenen Phasen, wie das Projekt zeitlich gestaffelt ist. Und vor allem dann über die eine Phase, das ist die sogenannte Etablierung des technischen Nachbetriebes. Das ist mehr oder weniger, was in den letzten 9 Monaten geschehen ist. Da werde ich Ihnen vor allem auch schöne Bilder zeigen können. Dann auch, was bedeutet nuklearer Rückbau, ein Ausblick, was wir noch alles vorhaben. Dann noch ein paar Worte über die Entsorgung, wo dieses Material dann alles hingeht und dann wären wir dann schon beim Schlussteil. Gut, hier sehen Sie, ich nehme an, es ist ziemlich bekannt, die Übersicht, die nukleare Karte der Schweiz. Die Schweiz verfügt über 5 Reaktoren an 4 verschiedenen Standorten, 2 Siedewasserreaktoren, einer in Leibstadt, einer in Mühleberg und die Druckwasserreaktoren in Gösgen und die Doppelblockanlage in Betznau. Zudem hier eingezeichnet ist auch noch das Zwischenlager in der Nähe vom Kernkraftwerk Betznau sowie noch 2 Felslabore. Es gibt noch einen weiteren Reaktor, ursprünglich waren mal 5 Forschungs- und Schulungsreaktoren. Einer ist noch in Betrieb, das ist der Krokus an der EPFL. Ja, die Mühleberg, das war ein Siedewasserreaktor. Das ist vom Reaktortyp war das ein BWR-4 mit einem Mark 1 Containment. Wie gesagt, gingen wir im November 1972 ans Netz, ursprünglich mit 306 Megawatt elektrischem Output. Es gab dann 2 verschiedene Power-Upgrades. Wir sind dann jetzt schlussendlich seit Mitte der 90er Jahre mit 373 Megawatt elektrischer Output. Der thermische Leistung war bei 1097 Megawatt. Wir sind direkt Fluss gekühlt. Darum erkennen Sie hier auch keinen Kühlturm am Standort. Und haben in der Zeit, in diesen 47 Betriebsjahren, 130 Terawattstunden an elektrischer Energie produziert. Dann noch abzüglich dem Eigenbedarf sind dann diese 125 Terawattstunden. Vielleicht zum Vergleich, der Schweizer Verbrauch, der Landesverbrauch lag 2019 bei 57 Terawattstunden. Das heißt, hier entspricht das der Energiemenge von ungefähr 2 Jahren des Schweizer Landesverbrauches. Wir hatten eine Verfügbarkeit von über 90%. Das ist im internationalen Vergleich enorm hoch. Da sind wir auch stolz drauf. Also die Anlage war auch gut im Schuss, hat zuverlässig funktioniert und ging, wie bekannt, 20. Dezember 2019, also letzten Jahres, dann definitiv vom Netz. Hier der Situationsplan, wie es ausschaut auf dem Gelände. In der Mitte drin, Nummer 6, ist das Reaktorgebäude, das den Reaktor enthält. Von dort geht dann der Dampf. Gut, von dort geht der Frischdampf dann ins Maschinenhaus. Das ist das große Gebäude Nummer 11. Wir hatten 2 Turbogeneratorengruppen drin. Sehen Sie auch auf vorne dann, wo die
die Elektrizität abgeleitet wurde, der Strom, die beiden Blocktransformatoren. Das ist jetzt gerade brandaktuell. Am Mittwoch haben wir der erste dieser beiden Transformatoren abtransportiert. Den haben wir Betznau, der Axpo verkauft. Die nehmen den nach Betznau, wo er dann als Reservetransformator dann zur Verfügung steht. Der zweite habe ich heute Morgen das Mail bekommen. Den haben wir heute Morgen abtransportiert. Der geht ins Recycling. Die sind also nicht mehr da. Nummer 10 ist doch das Gebäude, wo radioaktive Abfälle behandelt werden. 9 wäre dann noch das Zwischenlager, welches wir auf dem Platz auch noch haben. Daneben viele Hilfsgebäude. Gut, wie sah das Genehmigungsverfahren aus? Am Oktober 2013 hat die BKW-Leitung entschieden, das KKM aus unternehmerischen Gründen vom Netz zu nehmen. Daraufhin startete dann das Projekt. 2 Jahre später, im Dezember 2015, haben wir die Unterlagen eingereicht, dem Bundesamt für Energie. Und daraufhin dann im Juni 2018 die Stilllegungsverfügung erhalten. In der Schweiz ist das so, die Stilllegung wird verfügt. Sie ist nicht bewilligt, ist verfügt. Damit müssen wir es jetzt dann tun. Es gab dann auch keine Einsprachen und damit ist sie dann rechtskräftig geworden. Am Dezember 2019 haben wir den Leistungsbetrieb eingestellt. Diese Gesuchsunterlagen, so sahen die damals aus. Erstens mal ein Antragsschreiben, wo wir den Antrag stellen. Bitte verfügt uns die Stilllegung, begleitet von einem Hauptdokument, der so den Projektscope darlegt, mit 3 Teilberichten. Ein Teilbericht über die Störfallvorsorge, die Sicherheitsanalysen und die Notfallschutzmaßnahmen. Ein Teil über den ganzen Umweltschutz, der Umweltverträglichkeitsbericht, wo wir zeigen, dass wir die ganzen nicht-nuklearen Effekte, die so ein Rückbau nach sich zieht. Und dann noch ein Bericht zur Sicherung, wo es dann darum geht, wie sieht der Schutz vor Sabotage und Terrorismus aus. So sah das aus. Die Dokumente, die sind alle öffentlich. Wenn sich jemand interessiert, finden Sie das auf der entsprechenden Homepage. Wir haben von Anfang an sehr ein transparentes Verfahren gewählt, wurden auch bewusst das transparent gestalten. Wer war das alles beteiligt? Einerseits von den Stakeholdern her wir selber. Das UVEC, das ist schlussendlich das Departement, das die Stilllegungsverfügung anordnet. Diese wird beraten von der Kommission für nukleare Sicherheit im Belangen der nuklearen Sicherheit. Das Bundesamt für Energie war die verfahrensleitende Behörde, die dann die beiden Fachämter, also die wo das Fachknow-how drin sitzt, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, das ENSI, unsere Aufsichtsbehörde für die nuklearen Belange und für die Umweltbelange das Bundesamt für Umwelt, das BAFU, mit denen wir halt vor allem zu tun haben. Selbstverständlich gab es nachher noch weitere Parteien, die involviert waren. Das war einerseits der Kanton Bern als Standortkanton, die umliegenden Kantone Solothurn, Freiburg, Neuenburg und Watt, sowie die betroffenen Gemeinden und die betroffenen Privatpersonen. Auch überall definiert, wer überhaupt eine Möglichkeit hatte, eine Einsprache zu machen. Der Zeitplan, was sehr interessant ist, ich will hier nicht auf die Details eingehen, dieser wurde im Jahr 2014 vom Bundesamt für Energie so ausgearbeitet. Nachdem wir am 15. die Unterlagen eingereicht haben, ist nachher der nächste grüne Balkon, die Nummer 3, dann die Zeit, die dann die Behörde braucht, um ihr Gutachten zu erstellen, bis dann schlussendlich die Verfügung vorlag. Interessant ist die nächste Folie, da sind nämlich jetzt die Ist-Termine drauf. Und wie man sieht, das ist der tatsächliche Ablauf, wie es dann lief, bis schlussendlich im Juni 2018 die Stilllegungsverfügung erlassen wurde und nach mehrmonatiger Frist dann die Rechtswirksamkeit erlangt hat. Das ist insofern sehr interessant. Es waren so viele Parteien mit involviert. Es waren so viele Ämter mit involviert.
Und die Termine wurden über diese 4 Jahre wirklich von allen Beteiligten gehalten. Alles in allem gab es 7 oder 8 Einsprachen gegen das Projekt. Man konnte sich allerdings mit den entsprechenden Parteien einigen, sodass niemand das weitergezogen hat. Das war lange Zeit ein großes Risiko, weil man befürchtet hat, dass man unter Umständen mehrjährige Gerichtsverfahren bis schlussendlich vor Bundesgericht ausfechten muss. Dies war zum Glück dann nicht der Fall und seit dem September 2018 waren wir dann auch sicher, dass wir verzögerungsfrei in den Rückbau gehen können. Das ist natürlich geschuldet vor allem der Kommunikation. Wir haben sehr viel gemacht in der Zeit. Verschiedene Medienkonferenzen, Videoclips aufgeschaltet, den Webauftritt immer à jour gehalten, Informationsbroschüren gedruckt und verteilt. Und parallel dazu fanden sehr viele Veranstaltungen statt. Man hatte sehr engen Kontakt mit der Gemeinde Mühleberg. Es gab dort auch Begleitgruppen, dort fanden viele Informationsabende statt. Man hat sich mit der regionalen Bevölkerung vermehrt getroffen. Dasselbe auch mit den kantonalen Vertretern, mit den kantonalen Behörden und nicht zuletzt auch mit den NGOs hatte man sehr viele Veranstaltungen, die hatte man von Anfang an mit im Boot. Und all das hat natürlich dazu beigetragen, dass das verzögerungsfrei dann ausging. Man hat sehr viel auf Kommunikation und Dialog gesetzt. Und wenn Sie hier genau schauen, werden Sie auch erkennen, dass bei diesen Informationsveranstaltungen auf einem Bild unsere CEO drauf ist, auf dem anderen Bild der Chef der Produktion. Also es ist wirklich das Top-Management, das diese Informationsveranstaltungen durchgeführt hat, auch um die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit dieses Projekts zu unterstreichen. Gut, gehen wir mal über in die verschiedenen Stilllegungsphasen. Zwischen 2015 und 2019 waren wir noch im Leistungsbetrieb. Parallel zum Leistungsbetrieb haben wir das Projekt ausgearbeitet, haben das Projekt beplant, damit dass wir nach der Einstellung des Leistungsbetriebs in die Stilllegung gehen konnten. Jetzt gab es dann eine gewisse Übergangszeit. Von der Bewilligungsseite sieht das so aus. Wir hatten ja eine Betriebsbewilligung und unter dieser Betriebsbewilligung haben wir den Reaktor abgeschaltet. Unter dieser Betriebsbewilligung haben wir nachher, und das hat unsere Behörde, das ENSE auch so gefordert, mussten wir die Anlage in den sicherstmöglichsten Zustand bringen, damit nachher die Stilllegungsarbeiten durchgeführt werden können. Weil nach wie vor werden wir die nächsten 3-4 Jahre noch Brennelemente auf der Anlage haben, die immer noch abgekühlt werden müssen, bis sie so weit abgeklungen sind, dass sie transportfähig sind. Dieser Bruch, das Erlöschen der Betriebsbewilligung in das Regime der Stilllegungsverfügung, haben wir am 15. September eigentlich punktgenau hingekriegt. Das ist doch noch einigermaßen erstaunlich, da auch uns Corona einiges an Kopfzerbrechen gemacht hat. Wir haben trotzdem unsere Termine halten können. Was hier noch speziell ist, Sie sehen unten zwischen die sogenannten vorbereitenden Maßnahmen. Das sind Arbeiten, die wir im nicht-nuklearen Teil, also im Maschinenhaus, die wir ausführen durften. Das waren ganz spezifizierte Arbeiten, die allerdings schon unter der Stilllegungsverfügung liefen. Wir sind jetzt dran. Wir haben begonnen mit dem nuklearen Rückbau. Mit dem werden dann später die Brennelemente abtransportieren. Wenn dann die mal weg sind, wird der nukleare Rückbau weitergetrieben. Das trifft uns dann so bis 31. Und danach ist der Plan, soll die Anlage soweit dekontaminiert sein, dass keine radiologische mehr Gefahr ausgeht, dass wir nicht mehr dem Kernenergiegesetz unterliegen. Und dann kommt dann in einem zweiten Verfahren der konventionelle Abbruch. Gut. Die Etablierung des technischen Nachbetriebes. Der hat angefangen, nachdem wir die
den Leistungsbetrieb eingestellt haben und ging eben, wie gesagt, bis Mitte September. In der Zeit haben wir einerseits den Reaktor entladen, wir haben die Brennelemente des Letztkerns ausgeladen und in das Brennelementbecken befördert, wo sie jetzt am Abklingen sind. Wir haben auch die ersten Sachen demontiert im Maschinenhaus. Der große Vorteil, wenn man so will, eines Siedewasserreaktors ist, dass das Maschinenhaus halt auch zur Zone gehört, also zur kontrollierten Zone, da ja der aktivierte Dampf direkt auf die Turbine geht. Das heißt, wir können dieses Maschinenhaus nutzen, um dort dann Materialbehandlungseinrichtungen aufzustellen. Dazu müssen allerdings zuerst die Turbinen entfernt werden. Da sind wir daran. Was wir auch gemacht haben, ist dieses Brennelementbecken robuster zu machen. Da zeige ich anschließend dann Bilder. Wir haben zum Beispiel ein zusätzliches Sicherheitskühlsystem nachgerüstet. Wir haben auch dieses Becken so weit autarkiert, dass möglichst eine Rückwirkung der anderen Anlage auf das Becken und die Systeme, die das Becken braucht, ausgeschlossen sind. Jetzt sind wir im nuklearen Rückbau. Was wir dort machen, ist einerseits die sogenannten Kerneinbauten zu entfernen. Das sind alles, was im Reaktordruckgefäß drin ist, was nicht Brennstoff ist. Das ist alles hochaktiviert. Da haben wir entsprechende Hilfseinrichtungen aufgebaut. Da komme ich dazu. Das sollte bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Danach werden wir die Brennelemente wegtransportieren, sodass wir dann bis 2024 Brennelement frei sind. Parallel dazu werden die Materialbehandlungseinrichtungen aufgebaut und wir werden auch vor allem in der Sekundärteil der Anlage, aber auch schon im Reaktorgebäude die Systeme demontieren. Sind dann mal die Brennelemente weg, geht es dann an die Demontage des aller anderen Systeme, so dass wir uns dann 2031 diesen Endzustand vorstellen. Wie Sie sehen, werden Sie von außen relativ wenig erkennen vom Standort. Das heißt nicht, dass nichts passiert. Es finden einfach die Arbeiten vor allem in den Gebäuden statt. Gut, wie sah das aus, die Etablierung des technischen Nachbetriebes? Dezember 19. Dieses Bild ist vielleicht bekannt, das haben wir zum letzten Mal den Reaktor heruntergefahren. Zu der Zeit sah das Maschinenhaus so aus. Hier zu erkennen die beiden Turbogeneratorengruppen, in der Mitte die Speisewasserpumpen und rundherum die Splitterschutzsteine. So sah es aus. Danach gingen wir als erstes Mal in die Weihnachtsferien und haben dann in der ersten Arbeitswoche des Januars angefangen mit den ersten Demontagen. Als erstes kamen die Splitterschutzsteine dran. Das waren 165 Stück. Die waren damals dazu vorgesehen, als erstes radiologisch die Turbinen abzuschirmen, weil bei einem Siedewasserreaktor gehen sie mit aktiviertem Frischdampf auf die Turbine. Da haben sie sehr viel, da wird das Wasser, also der Sauerstoff im Wasser wird dort aktiviert. Sogenannte N16 mit 7 Sekunden Halbwertszeit ist das eine große Strahlenquelle. Das hat das einerseits abgeschirmt, auf der anderen Seite haben diese Steine dienten auch dazu ein gewisser Schutz bei einer Turbinenhavarie vor herumfliegenden Teilen. Es waren 165 Stück mit einer Gesamtmasse von 1200 Tonnen. Diese wurden auf Kontamination hin geprüft, wurden gemessen, gab die entsprechende In-Situ-Messung und danach mussten in der Halle, ist es immer so, wenn etwas freigemessen ist, bleibt es für 2 Wochen dort. In diesen 2 Wochen hat die Behörde Zeit, eine Stichproben zu machen, allenfalls dies zu kontrollieren, dass wir das auch alles richtig machen. Und erst dann gilt das Material dann als komplett befreit. Wir konnten alle diese Steine befreien. 97 davon brauchen wir weiter auf dem Areal als Sichtschutz und als Abschirmung für unsere Pufferfläche. Und die restlichen Steine, die gingen dann ins Zementwerk, wo sie zerkleinert wurden und wo sie jetzt dann auch wieder als Rohstoff für die Zementproduktion zur Verfügung stehen. Damit
Das ist hier ein schönes Beispiel, wie so ein Wertstoffkreislauf auch wieder geschlossen wird. Neben den Splitterschutzsteinen gingen wir an die Außerbetriebnahme von obsolet gewordenen Systemen. Das waren typischerweise die Systeme, die für die Turbinen zuständig waren. Hier links im Bild, das war die Kühlung der Generatoren, oder rechts das Steueröl-System der Turbine. Alles das wird nicht mehr gebraucht. Jetzt, bevor ein System demontiert werden kann, müssen unsere Spezialisten dieses wirklich in einen Zustand stellen, von dem aus keine Gefahr mehr für die spätere Demontage geht. Das bedeutet, Systeme müssen drucklos gemacht werden, sie müssen die Medien müssen entfernt werden, die Gefahrenstoffe entfernt werden, Federn entspannt. Es muss sichergestellt sein, dass von diesen Systemen keine Rückwirkung mehr auf noch andere Systeme, die in Betrieb bleiben, ausgeht. Das ist im Mechanischen, werden auch Trennstellen gesetzt, falls nur Teile außer Betrieb gehen. Und dann auch vor allem in der Leittechnik und in der ganzen Steuerung müssen entsprechende Signale so abgehängt werden, dass sie keinen Einfluss mehr auf noch laufende und benötigte Systeme haben. Das ist Arbeit, die sehr viel Spezialisten, Know-how braucht. Das machen auch unsere langjährigen Mitarbeiter, die über das entsprechende Wissen verfügen. Und das haben wir jetzt auch jahrelang minutiös vorbereitet und geplant, dass das relativ auch zügig vonstatten geht. Sie sehen hier auch, diese Systeme sind Magenta markiert. Das ist vom ganzen Prozess einer der letzten Schritte. Sobald dass das System wirklich sauber außer Betrieb genommen ist, ist eines der letzten Schritte, das auch zu markieren. Erst dann kann es dann auch im System außer Betrieb gesetzt werden, also im integrierten Betriebsführungssystem. Und damit verliert es dann sämtliche Bedeutung, betriebliche Bedeutung, und geht dann über an die Demontage. Die Demontage selber, die macht einen Gegencheck, nimmt eine blaue Farbe und sprayt das nochmal blau an. Und erst das ist dann nachher der Startschuss für das Montageteam. Wenn diese beiden Farben vorhanden sind, nur das darf man dann demontieren. Hier sehen Sie jetzt, wie das Maschinenhaus jetzt aussieht. Oder die ersten Sachen werden demontiert. Wir haben uns das so geplant, dass wir möglichst die großen Anlagenteile sehr schnell wegkriegen. Darum werden wir, hier sehen Sie zum Beispiel die Niederdruckturbinenläufer oder die sogenannten Überströmbögen, große Schnitte, große Stücke, die werden verpackt, also in Folie gewickelt, um die Kontamination auch zu binden, oder zum Teil in Container eingelagert und werden abtransportiert nach einer Firma, nach Cyclife in Schweden. Die besitzen eine Schmelzanlage, wo diese dann eingeschmelzt werden können und damit auch etwas die aktivere Schlacke abschöpfen können und damit wieder sauberes Metall herauskriegen. Die aktivierte Schlacke werden wir selbstverständlich wieder zurücknehmen müssen. Das haben wir, seit Februar sind diese Arbeiten am Laufen. Hier sehen Sie, wie einer der Vorwärmer abtransportiert wird. Eben Ziel war es, möglichst schnell im Maschinenhaus Platz zu schaffen, um dann dort parallel die Materialbehandlungseinrichtungen aufzustellen. Hier ein Bild. Seit Juni laufen nun auch diese Abtransporte nach Schweden. Hier sehen wir sie, wie zum Beispiel jetzt drei Lastwagen das Areal verlassen. Das ist, was im Maschinenhaus in den letzten Monaten lief. Im Reaktorgebäude sah es so aus. Da haben wir als erstes sind über der sogenannten Reaktorgrube befinden sich Abschirmsteine. Sie sehen hier links oben so die Größenverhältnisse. Das sind so sechs Segmente. Diese mussten wir zersagen, haben wir mit Seilsägen gemacht, in 5-Tonnen-Stücke. Diese 5-Tonnen-Stücke wurden in Folie einverpackt, das sehen Sie rechts unten, und abtransportiert ins Zwischenlager am Standort. Dort warten sie, bis die entsprechenden Materialbehandlungseinrichtungen so weit sind, wo sie dann wieder
zurück behandelt werden können, weil die doch noch an der Oberfläche irgendeine Kontamination vorweisen. Die müssen zuerst gereinigt, respektive abgeschliffen werden. Nicht alle, aber manche. Sobald diese Steine zerschnitten wurden und abtransportiert wurden, gingen wir daran, haben wir den Reaktor geöffnet. Das heißt, als erstes den Sicherheitsbehälterdeckel, den sehen Sie hier rechts noch knapp im Bild, den haben wir entfernt. Darunter befindet sich die Isolierhaube, die wurde auch entfernt, die steht ganz links. Damit der Reaktordruckbehälter geöffnet werden konnte, Wasserabscheider, Dampftrockner herausgenommen, und damit dann Zugang zu haben zu den Brennelementen im Reaktorkern. Rechts das kleine Bild, das ist genau, das sieht schön aus, das ist das Bild, das der Operateur auf der Brücke hat, wenn er runter in den Kern schaut. Im Kern, im Letztkern, also allgemein im Kern, waren 240 Elemente noch drin. Diese 240 Elemente wurden als unter Wasser herüber ins Brennelementbecken verfrachtet. Diese Arbeiten haben am 1.4. waren die dann beendet. Danach ging es dran, den Sicherheitsbehälterdeckel, den sogenannten Dreiveldeckel, in Stücke zu schneiden. Und auch die Isolierhaube. Die Isolierhaube, das wussten wir, die war sehr stark asbesthaltig. Aus dem Grund sehen Sie hier auch links im Bild diese Einhausung. Da musste auch eine auf Asbest spezialisierte Firma dran. Sie sehen auch die entsprechenden Schleusen. Der ist in der Zwischenzeit ist der jetzt auch in Stücke geschnitten und wegtransportiert. Diese Arbeiten haben wir beide im Mai abgeschlossen. Hier sehen Sie noch ein Bild. Der Sicherheitsbehälterdeckel, wie der zerschnitten wird in solche Metallplatten, wie Sie rechts unten sehen. Diese warten zurzeit auch noch dann auf die Materialbehandlung. Wenn wir weitergehen zum Becken, wie ich vorher erwähnt habe, haben wir dieses Becken robuster gemacht. Das bedeutet, wir haben einerseits ein Sicherheitssystem nachgerüstet. Das sind diese Schläuche, die Sie dort sehen. Wir hatten das Problem, wir hatten wenig Platz im Becken. Also was haben wir gemacht? Das haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht oder mussten wir machen. Wir haben Kühler konstruiert in der Form von Brennelementen. Und diese Brennelementen, für die hatten wir ja Platz in den entsprechenden Racks. Da hatten wir 12 dieser Kühler in Form eines Brennelements, haben wir jetzt im Pool drin, haben diese mit diesen flexiblen Schläuchen, das ist einfach die Zu- und Wegleitung, im Wesentlichen ist es nichts anderes als einen großen Wärmetauscher. Also respektive 12 kleine Wärmetauscher. Und das haben wir jetzt angeschlossen an nicht mehr gebrauchte Sicherheitssysteme vom Notstandssystem. Damit hat das jetzt eine eigenständige, dieselbetriebene, komplett autonome Stromversorgung, erfüllt alle Anforderungen an ein Sicherheitssystem, was die Erdbebenfestigkeit, was Überflutungssicherheit, was Terrorschutz, was all das bedeutet. Das haben wir gemacht und ist eigentlich seit Ende April jetzt auch betriebsbereit. Die entsprechenden Nachweise wurden auch geführt und die Tests gemacht. Danach haben wir den Damm verstärkt, das ist, was Sie auf den anderen beiden Bildern sehen. Da haben wir zum bestehenden Dammbalken haben wir noch einen weiteren Damm eingebaut. So, dass dieser jetzt auch viel robuster ist. Das ist ein sogenannter Zusatzverschluss. Hier nicht aufgeführt, was wir noch gemacht haben, ist das entsprechende Betriebssystem, das die letzten 47 Jahre dieses Becken gekühlt hat, haben wir insoweit verschlankt, dass und damit auch die Komplexität aus dem ganzen Betriebssystem rausgenommen. Zurzeit haben wir vielleicht eine Nachzerfallswärmeleistung von 500 Kilowatt, das ist 500-600 Kilowatt. Relativ wenig, wenn man bedenkt, dass so ein Becken 850 Kubikmeter Wasser drin hat. Also haben wir weniger in der Zwischenzeit weniger Energie drin als 1 Kilowatt pro Kubikmeter Wasser. Das jetzt aus Sichtweise der Sicherheit
Die schnellen Transienten, wie sie noch denkbar waren bei einem Reaktor in Betrieb, sind damit Geschichte. Sollte etwas passieren, sollte diese Kühlung ausfallen, es geht, die Zeiträume sind die langen. Also wir reden hier nicht mehr von Transienten im Millisekunden-Sekundenbereich. Wir reden jetzt über, kann man fast nicht mehr als Transiente bezeichnen. Es geht jetzt um Tage und Wochen. Gut. Auch so eine Sache, die wir hatten, wir haben die viele Unterstützungssysteme, Versorgungssysteme, die waren vom Design her, von der Auslegung her, waren die natürlich auf den Leistungsbetrieb ausgerichtet und erfüllen eigentlich jetzt nicht mehr die neuen Anforderungen, wie sie so eine Stilllegung oder wie sie Stilllegungsarbeiten erfordern. Hier ein Beispiel, die Druckluftversorgung. Oben ist die alte Druckluft-Erzeugung, die war noch in der kontrollierten Zone aufgestellt, 3 Druckluftkompressoren mit den entsprechenden Druckluft-Tanks. Die haben wir ersetzt, da haben wir außerhalb der Zone ein eigenes Gebäude erstellt, haben da moderne Kompressoren reingestellt. Die internationale Erfahrung hat uns auch gelehrt, dass die Dekontaminationswirkung für ein bei 10 Bar bedeutend besser ist als für ein 8 Bar. Aus dem Grund haben wir jetzt auch verschiedene, ein erweitertes Netz, ein 10 Bar Netz installiert. Und der Umschluss geschah auch. Juni haben wir das umgeschlossen. Seither können wir auch die Altanlage außer Betrieb nehmen. Ein weiteres Beispiel ist die Deonat-Versorgung. Links ist die alte Anlage, das ist noch die Ursprungsanlage aus den späten 60er, Anfang 70er Jahren. Sind Ionentauscher. Daraus wird aus Trinkwasser nachher hochreines H2O gemacht, eben das Deonat, wird entmineralisiert. War natürlich sehr viel Chemie involviert, also vor allem Schwefelsäure, Natronlauge. Das haben wir ersetzt durch eine Umkehrosmoseanlage. Ist viel kleiner, allerdings brauchen wir auch nicht mehr diese Kapazitäten, wie wir sie früher gebraucht haben an Deonat. Was wir gemacht haben, wir haben außerhalb der Anlage diese Osmoseanlage aufgebaut, hier temporär installiert in einem Zelt. Nachdem diese sauber funktioniert hat, haben wir sie ans Leitungsnetz angeschlossen, haben die andere Anlage getrennt und dann zurückgebaut. Auch hier dasselbe Problem, beim Rückbau sind wir haben es zwar vorgängig getestet, sind allerdings auch dort beim Rückbau dieser Altanlage wieder auf Asbest gestoßen. Obwohl hier nicht im nuklearen Teil der Anlage, gab es trotzdem dann wieder 2 Wochen Verzögerung für dieses Teilprojekt. Einfach weil durch das wieder eine Spezialfirma kommen musste. Dieser Umgang mit Asbest erschwert halt diese Arbeiten. Das ist halt das Leid, das ist eine alte Anlage, wie jede andere Industrieanlage auch aus den späten 60ern, ist halt mit vermehrtem Asbestvorkommen zu rechnen. So sieht es ungefähr heute aus, dass sobald die Anlage dann die alte weg war, konnten wir die neue dann wieder zügeln und nimmt halt auch nur mehr einen Bruchteil des Platzes der alten ein. Hier sind einfach so 2 Beispiele so von Versorgungssystemen, die wir ersetzen mussten. Wie sieht ein Nuklearrückbau aus? Was haben wir vor in den nächsten Tagen? Einerseits, ich habe es voran gesprochen, wollen wir die Kerneinbauten zerlegen. Die Kerneinbauten, das sind Sachen eben wieder, eben alles, was innerhalb vom Druckgefäß ist. Das sind Wasserabscheider, Dampftrockner, das sind die Jetpumpen, das sind Kerngitter, das sind Fußstücke, Speiseringleitungen, all das hat natürlich über diese Jahre einen extrem hohen Neutronenflux gesehen, ist dementsprechend auch hoch aktiviert. Was wir machen, wir müssen all dieses zerhacken und dann schlussendlich in entsprechende Behältnisse verpacken. Das macht für uns eine Spezialfirma, die haben während der Etablierung des technischen Nachbetriebes haben die entsprechenden Einrichtungen aufgebaut oder sind am Aufbauen. Und das wird alles unter Wasser fernhantiert geschehen. Zurzeit sieht es dort oben so aus. Das heißt, es braucht zusätzliche Brücken, zusätzliche Kräne, zusätzliche Filteranlagen, zusätzliche Steuerstände, zusätzliche Schutz, all das, um diese Kerneinbauten im Reaktordruckgefäß drin zu zerschneiden und dann auch zu verpacken, zu konditionieren.
Da haben wir im Mitte Juni 20 begonnen mit dem Aufbau der Hilfseinrichtungen. Zurzeit laufen dort die entsprechenden Funktionstests der Einzelanlagen. Dann kommen dann die integralen Funktionstests und wenn man dann soweit ist, wenn diese erfolgreich sind, geht es dann ans Zerlegen. Sollte bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Sobald das abgeschlossen ist, können wir dann beginnen mit dem Abtransport der Brennelemente. Zurzeit haben wir 418 Brennelemente im Becken. Aufgrund der Lage können wir nicht es ist nicht möglich, mit großen Kastoren das wegzutransportieren. Wir müssen alles per LKW machen und im LKW haben wir einen sogenannten Shuttle-Behälter, der sieht so aus, hat Platz für 7 Brennelemente. Wir haben 2 davon, die werden dann entsprechend im Konvoi abtransportiert. Dementsprechend dauert die ganze Übung auch lange. Hier sehen Sie das Bild des Lastwagens, wie er ohne Plane vor dem Zwielag steht. Zwielag selber besitzt dann eine heiße Zelle, wo dieser trocken entladen wird und dann umgepackt wird in die Kastoren. Die sehen so aus. Hier ist der Blick in die Halle Halle H im Zwielag, wo in den einzelnen Kastoren, einer hat dann Platz für rund 50 Elemente, wo eigentlich alle Elemente der früheren Jahre drin stehen. Hier, wie gesagt, kommen dann noch unsere 418 hinzu. In der Halle stehen aber dann auch, die Halle hat Platz für den Betrieb, für sämtliche Kernkraftwerke. Allgemein das Zwischenlager, das Zwielag ist so dimensioniert, dass alle radioaktiven Abfälle der Kernanlagen dort Platz haben. Wie sieht jetzt nun so die Demontagearbeiten aus? Wie geht das vonstatten? Ich habe es vorher erwähnt, es startet einerseits dann mit der Außerbetriebnahme. Sobald das System außer Betrieb genommen wird, kann es demontiert werden. Es geht dann in die Nachzerlegung, in die Dekontamination und dann tun sich 2 Wege auf. Einerseits, wenn es dekontaminiert werden kann, geht es nachher über die Freimessung, wird der Wiederverwertung zugeführt, respektive der Deponie. Oder es geht dann über den es bleibt dann radioaktiv, wird dann entsprechend konditioniert und geht ins Zwischenlager. Zu den einzelnen Schritten, hier, da habe ich vorher schon erklärt, das ist wie so ein System, ein obsolet gewordenes System, wird betrieblich außer Betrieb genommen. Danach wird es demontiert und nachzerlegt. Die Nachzerlegung kann vor Ort geschehen, am Einbauort oder nahe des Einbauortes, oder kann auch dann im Maschinenhaus, wo die entsprechenden Zerlegeinrichtungen sind, stattfinden. Hier sehen Sie das Beispiel, wie zum Beispiel so ein Rohr aufgeschnitten wird. Schlussendlich ist ja das Ziel, auch die Rohre, die Komponenten zu dekontaminieren und dann auch freizumessen. Das heißt, Sie müssen alle Komponenten in eine Form bringen, wo die Oberflächen zugänglich sind, um eben sie zu dekontaminieren, respektive auch freimessen dann zu können. Bedeutet halt, dass jedes Rohr aufgeschnitten werden muss. Danach ist hier ein Beispiel der Dekontamination. Das ist jetzt die bestehende Nassdekontamination. Die andere Anlage laufen nächste Woche die Abnahmen auch dort. Das wird eng begleitet von der SUVA, vom ENSI. Das sind, hier sehen Sie die Trockenstrahlanlage, die entsprechende Handstrahlanlage. Wir werden künftig dann noch eine weitere Nassdekontaminationsanlage aufstellen. Für kleinere Teile gibt es Multibandstrahlanlagen. All diese Einrichtungen, die uns dann erlauben, relativ viel Material zu dekontaminieren. Wenn die Dekontamination erfolgreich ist, geht es in die Freimessung. Das kann sein, größere Komponenten als Einzelfreimessung. Oder halt die kleineren zerhackten Sachen werden alles in Gitterboxen und zu 100 Kilogramm Chargen können die über diese Freimessanlage freigemessen werden. Auch jede Oberfläche muss auf Kontamination hin überprüft werden, um wirklich sicher zu sein, dass nur sauberes Material die Anlage verlässt.
Hier noch ein Beispiel einer deutschen Anlage, wie dann so ein Industriebetrieb aussehen könnte, worauf wir dann hinarbeiten. Und schlussendlich geht es dann in die Wiederverwertung. Ist es nicht möglich, etwas frei zu messen? Respektive ist schon aufgrund des Systems klar, dass eine Dekontamination sinnlos ist, kann man sich diese Schritte ersparen. Es geht dann schlussendlich in Richtung dieser gelben Fässer. Hier sehen Sie die Zementiervorrichtung, wo dann diese Fässer zementiert werden, getrocknet werden, entkonditioniert werden. Das gibt uns die Nagra vor, wie diese ganzen Verfahren auszusehen hat, was das, diese Entkonditionierung bedeutet. So werden sie dann im Zwischenlager eingelagert, wo sie dann warten, bis dann irgendwann mal ein geologisches Tiefenlager zur Verfügung steht. Und so wäre dann der Zustand, wie wir uns den 2031 vorstellen. Also jedes Kilogramm muss gemessen werden, auf dass das auch unterhalb der Grenzwerte ist. Dasselbe mit den Flächen. Jeder Quadratmeter wird gemessen, um sicher zu sein, dass nicht noch irgendwo sich irgendeine Kontamination an den Wänden versteckt. Gut, wo geht jetzt das alles hin und über was für Massen reden wir? Alles in allem hat das KKM um die 200.000 Tonnen von der Gesamtmasse. Der Großteil davon ist konventionelles dann Material und ein Teil davon ist dann das radioaktive Material. Hier sehen Sie die Ströme. Die 100 Tonnen, das ist wirklich das hochradioaktive Zeugs, das sind die Brennelemente. Was wir noch haben, ist aus den Betriebsjahren, aus diesen 47 Jahren, 2100 Tonnen, die sind in dem Sinne schon angefallen, die sind konditioniert. Die stehen bei uns im Zwischenlager auf der Anlage. Da haben wir vor 2 Jahren angefangen, diese Fässer abzutransportieren. Da gehen jede Woche mehrere Lastwagen mit Fässern gehen dort weg, Richtung Zwischenlager. Durch die Stilllegungsarbeiten selber, durch diese Dekontaminationsarbeiten, fallen nochmal knapp 3000 Tonnen an radioaktivem Material an. Der große Teil fällt dann später an, geht in die Wiederverwertung. Das ist natürlich dann, wenn es an die großen Betonstrukturen rangeht. Wir haben dann auch hier 54.000 Tonnen, die in Richtung Deponie gehen, je nach Zusammensetzung. Dort sind auch die Sonderabfälle drin. Typischerweise hier wieder das Asbest oder PCB oder andere umweltschädliche Stoffe. Speziell hier ist die sogenannte Abklinglagerung noch hervorzuheben. Seit der neuen Strahlenschutzverordnung, die anfangs 2017 kam, die sieht vor, dass Material, welches in die knapp über den Grenzwerten stehen, wenn dieses Material innerhalb der nächsten 30 Jahre unterhalb der Grenzwerte durch das Abklingen kommt, wäre es ja sinnlos, dieses Material einem Tiefenlager zuzuführen. Das heißt, dieses Material, das wird gemessen, ausgewertet, das ist knapp oberhalb der Befreiungsgrenze und wird für 30 Jahre geht das in die sogenannte Abklinglagerung. Danach ist es dann befreit. Das betrifft vor allem gerade der Betonabtrag, den wir auf den ersten Schichten haben, der auch innerhalb vom Dreiwell aktiviert wurde durch die Neutronenstrahlung. Ein Beispiel ist dort das Europium, ich glaube es ist Isotop 152, 154. Eines hat 13, eines hat 8 Jahre Halbwertszeit. Das ist knapp ob der Freigrenze. Die Freigrenze übrigens wurde mit der neuen Strahlenschutzverordnung fast um den Faktor 70 für Europium runtergesetzt. Da waren wir nicht so glücklich darüber. Das heißt, noch 2016 wäre vieles von diesem Material würde als inaktiv gelten. Durch dieses Heruntersetzen der Grenzwerte ist es halt jetzt nun radioaktives Material. Hier jetzt in diesem Beispiel müssen wir es halt jetzt 30 Jahre irgendwo halt lagern. Danach ist es dann auch befreit. Gut, hier die Zeiträume. Wie gesagt, bis 2024 wollen wir brennelementfrei sein, bis 30 der nukleare Rückbau abgeschlossen. Und dann fallen dann die großen Massen zwischen 30 und 34 an, wo es dann an den Betonabbruch und den Gebäudeabbruch geht. Hier noch ein Bild des Zwischenlagers. Das Zwischenlager in Würenlingen, das ist ein Riesenvorteil, den wir hier in der Schweiz haben. Da beneiden uns unsere Kollegen in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland. Wir
haben die Möglichkeit, es ist operativ, wir können unsere radioaktiven Abfälle dort zwischenlagern. Das heißt, wir können unseren Standort komplett säuber, komplett von radioaktiven Stoffen befreien. Wir können den freimessen, wir können aus der Kernenergie-Gesetzgebung entlassen werden, wenn das dann entsprechend festgestellt wird. Das heißt, wir können den Rückbau bis zum Schluss durchziehen. Und wir wissen, wohin wir mit unseren Abfällen gehen. Hier in der, das PSI, das hat einerseits hat es einen Plasmaofen drin, den benutzen wir auch. Das sind für die brennbaren Abfälle. Der ist dafür da, diese im Volumen zu reduzieren. Können dort dann verglast werden. Es hat eine Halle für die stark radioaktiven Abfälle. Das sind typischerweise die Brennelemente. Eine Halle für die mittelaktiven Abfälle, das ist eigentlich dann der Großteil der radioaktiven Abfälle und dann auch für die schwach radioaktiven Abfälle. Und wie gesagt, es besitzt dort auch eine heiße Zelle, wo Sie auch trocken mit Brennelementen umhantieren können. Vielleicht mögen Sie es erkennen, rechts unten hängt also ein Brennelement dort am Haken, wird gerade herumgefahren. Gut, ich komme langsam zum Schluss. Nachdem wir dann aus der Kernenergiegesetzgebung entlassen werden, so hoffentlich um 2030, 2031, was dann mit den Gebäuden geschieht, wird in einem zweiten Verfahren dann festgelegt. Was wir haben, ist in der Stilllegungsverfügung, wurde uns verfügt, dass wir spätestens 2027 die Gesuchsunterlagen für dieses zweite Verfahren einreichen müssen. Damit ist dann sichergestellt, dass dies uns auch nicht dass das auch nicht vergessen geht. Somit wird dann um 27 klar sein, was mit dem Areal geschieht, wie es weiter genutzt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir da noch keinen Entscheid oder wissen es selber noch nicht. Dieser ganze Rückbau stellt natürlich auch diverse Anforderungen an die Mitarbeiter. Im Leistungsbetrieb war es so, es war repetitiv, es lief ein Jahr lief immer ungefähr gleich ab. Es war bald 11 Monate Volllastbetrieb. Ein Monat wurde dann heruntergefahren, der Reaktor geöffnet, es wurden die ganzen Systeme revidiert, die Brennelemente getauscht, also nachgeladen, die ganze Instandhaltung gemacht. Das war natürlich über die 47 Jahre hat man das perfektioniert. Da gab es praktisch eine stundengenaue Planung. Zeitkritische Sachen wurden auch im Vorfeld an Mockups geübt. Es war sehr repetitiv. Es waren wirklich die Betriebsabläufe und es war sehr prozessorientiert. Diese Prozesse, die hat man über die Jahre halt perfektioniert, optimiert. Die Produktion und die Sicherheit standen an oberster Priorität. Da gab es natürlich jetzt einen großen Wandel. Jetzt sind die Arbeiten nicht mehr repetitiv, die Arbeiten werden jetzt einmalig durchgeführt. Es wird einmalig ein System außer Betrieb genommen, es wird einmalig gewisse Sachen zerschnitten. Die Sicherheit hat immer noch die Top-Priorität. Was an Bedeutung gewonnen hat, sehr stark, ist die konventionelle Sicherheit. Also sprich, die ganzen Arbeitsschutzthemen. Im Betrieb weniger so, also waren sicher auch da. Jetzt haben wir allerdings eine Großbaustelle. Großbaustelle birgt ganz andere Risiken. Es wird mit riesengroßen Massen hantiert. Es besteht vermehrt wieder eine Gefahren, was Absturz betrifft, was solche typischen Gefahren, die auf jeder Baustelle vorkommen. Es geht alles hin vom Betrieb über in die Projektarbeit. Dementsprechend mussten wir auch unsere Mitarbeiter befähigen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Projektmanagement-Schulungen durchgeführt. Wir haben um diese Mitarbeiter in diese neuen Prozesse einzugewöhnen, umzuschulen, damit sie diese neuen spannenden Aufgaben in so einem Großprojekt wahrnehmen können. Gut, ich komme zu meiner letzten Folie. Zum Abschluss, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Wir werden der Schutz der Bevölkerung, des Personals, der Umwelt ist immer noch die Top-Priorität, wie beim Leistungsbetrieb auch. Wir
verursachen keine Mehrbelastung. Wir versuchen sehr so umweltverträglich wie möglich dieses Rückbau durchzuführen. Wir werden auch dort begleitet von der sogenannten Umweltbaubegleitung, die uns einerseits berät, die uns auch auf die Finger schaut, die entsprechend rapportiert. Technisch selber ist unser Konzept erprobt. Da sind wir im engen Austausch mit unseren Kollegen aus dem Ausland, die schon weiter sind als wir. Wir sind auch international in entsprechenden Gremien vernetzt, tauschen uns dort sehr eng aus. Die Pionierleistung, wie schon erwähnt, ist vor allem auf der Genehmigungsseite. Es ist neu für alle, es ist neu für uns, es ist neu für die Politik, es ist neu für die Behörde, für die entsprechenden Kantonsverantwortlichen. Es ist neu, dort ist die große Pionierarbeit, da sind wir ständig daran. Die Finanzierung selber ist auch sichergestellt. Da ist über den Stilllegungsfonds, der ist insoweit gefüllt. Alle 5 Jahre führen wir eine Kostenstudie durch. Die letzte ist von 2016. Wir erarbeiten zurzeit die von 2021. Das sieht soweit gut aus. Und dass wir effizient sind, haben wir uns schon selber bewiesen durch das Halten der entsprechenden Meilensteine in den letzten 5 Jahren. Damit kann man sagen, dass die Stilllegung soweit auf Kurs ist. Gut, damit wäre der Vortrag soweit um und würde dann jetzt für Fragen zur Verfügung stehen. Dankeschön. Herr Ramherr, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Hat mir wirklich einen guten Einblick gegeben. Der Applaus war sehr dünn, weil wir hier drin nur zu dritt sind und von zu Hause dringt es nicht so durch. Ich habe bei der Einleitung vergessen, Cyril Nacht zu danken. Cyril, kannst du dich ins Bild rücken, schnell? Sie sehen ihn mit der schwarzen Maske. Cyril hat die ganze Bildregie, die ganze Technik gemacht heute Abend. Vielen Dank, Cyril. Ramherr, bevor ich das Mikrofon freigebe, in Ihrem ganzen Vortrag ist ein Wort nicht vorgekommen, das Wort Corona. Wie stark hat diese ganze Corona-Geschichte, die unseren ganzen Alltag umgestellt hat, Ihr Projekt beeinflusst? Ja, auch wir sind natürlich nicht vor Corona verschont geblieben. Man muss allerdings sagen, dass sämtliche Kernkraftwerke, auch wir selber, hatten eine Pandemie, hatten wir immer schon als Szenario. Wir hatten entsprechende Vorbereitungen, waren schon vor Corona, es war ein Szenario. Wir konnten dort eigentlich sehr schnell auf Vorüberlegungen zurückgreifen, hatten entsprechende Schutzkonzepte, waren schon vorgängig sichergestellt. Nachher ist es so, es ist ja nicht komplett erlahmt. Selbstverständlich hatten wir unsere Schwierigkeiten. Aber eigentlich die Hauptschwierigkeit waren die Masken, ganz klar. Weil wir hatten Masken, aber wir hatten nicht Masken in der genügenden Zahl. Respektive wir hatten zum Teil die zu teuren Masken, die wir für ganz andere Sachen brauchen, eben zum Arbeitsschutz. Wenn wir dies natürlich vorgesehen für eine kleine Arbeitsgruppe und wenn man die nachher für 300 Personen verteilt, ist man dann innerhalb von ein paar Wochen ausgeschossen. Genau. Der Markt war dann relativ dünn, also zum Teil war wirklich, haben wir uns duselig telefoniert, um Masken zu bekommen. Ansonsten lief es weiter. Wir hatten, ja, man wusste ja nicht, wohin sich das entwickelt. Wir gehören nach wie vor zur kritischen Infrastruktur. Ja. Das heißt, wir hatten auch dementsprechende Bewilligungen. Und es war schwierig. Es gab einzelne Projekte, die verzögert wurden. Das waren vor allem Zulieferer aus eines von Fertigungsanlagen, einer aus Norditalien, wo es das komplett erlegen. Aber die wesentlichen Meilensteine haben wir eigentlich alle halten können. Gut, danke. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Sie sollten jetzt in der Lage sein, Ihr Audio einzuschalten und eine Frage zu stellen. Versuchen Sie es doch bitte. Ich hätte eine Frage. Und zwar, Sie haben ziemlich am Anfang gesagt, wer alles begrüßt werden muss beim Abbau des KKWs.
vor allem der Kanton Bern natürlich, dann aber auch die umliegenden Kantone. Ich habe mich gefragt, was interessiert eigentlich die umliegenden Kantone? Warum mussten Sie die abfragen? Peter, ich glaube, deine Frage hat man jetzt nicht gehört. Ich kann dir noch mein Mikrofon geben. Die Frage war, weshalb muss man die umliegenden Kantone auch einbeziehen bei dieser Bewilligung? Ja, die hatten dementsprechend eben das Mitspracherecht oder die konnten Stellung beziehen zum Projekt. Und es ist auch klar geregelt, wer darf eine Einsprache machen und wer nicht. Und die umliegenden Kantone werden halt dementsprechend halt dann auch mit begrüßt. Sie sind seit 2009 in Mühleberg und so wie ich das empfunden habe heute auch, Sie mögen dieses Kernkraftwerk. Das bedeutet Ihnen etwas. Jetzt wurde 2019 der Hauptschalter gedreht. Sie und die ganze Belegschaft sind von einem Tag auf den anderen in eine neue Welt geworfen. Wie war das für Sie? Wie war das für die anderen Leute? Das war ja nicht überraschend. Oder? Der Entscheid wurde 13 gefällt, schlussendlich abgeschaltet und wurde im Dezember 19. Also die Situation stellte sich für die Mannschaft anders dar als zum Beispiel aus Kollegen in Deutschland, wo wirklich politisch von einem Tag auf den anderen entschieden wurde, so das Abschalten wird nicht mehr angefahren. Durch das konnte man sich auseinandersetzen. Dieser ganze Change-Prozess wurde natürlich auch begleitet. Man hat sehr viel getan. Man hat auch jedem Mitarbeiter Perspektiven geboten. Jeder Mitarbeiter hat ein Jobangebot bekommen. Nachdem eben dieser Schalen drum gelegt wird, musste dementsprechend halt auch flexibel sein, insofern, dass halt, was nicht geht, ist, dass man sagt, ich habe es das 20 Jahre gemacht, ich will genau diese Arbeit machen, das ist natürlich vorbei. Aber man kann sich umschulen lassen, es gibt viele andere spannende Aufgaben in der Stilllegung und wie gesagt, es ging über 6 Jahre, man hat sich dorthin entwickelt, auch als Gesamtteam. Aber es war anspruchsvoll, auch für die Führung. Also einerseits ist man ja selber auch betroffen, aber auch diese Mitarbeiter dort mitzunehmen. Gut, danke. Gibt es jetzt weitere Fragen aus dem Publikum? Können Sie mich hören? Ja. Können Sie, ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Rückmeldung von Ihnen. Ich habe kein Video. Hier ist Horst Carlsen. Und, dann ist ja immerhin das. Okay, bestand gar keine Möglichkeit, das Kernkraftwerk noch länger zu betreiben? Ich meine, natürlich 2013 sollte es, kam der Beschluss, es abzuschalten. Und wann ist Fukushima gewesen? Es ist ja vielleicht auch ein bisschen Fukushima-Einfluss dabei, dass man es abschalten wollte, auch angesichts der politischen Lage, weil solche Kernkraftwerke natürlich bei uns im Moment nicht mehr erwünscht sind. Wir hatten eine unbefristete Betriebsbewilligung seit Anfang 2013. Also die Möglichkeit, es weiter zu betreiben, die war da. Also es war ein unternehmerischer Entscheid. Es war ein unternehmerischer Entscheid, des Top-Managements, des Verwaltungsrats, der das entschieden hat. Vielleicht dazu, die Frage kommt ja immer wieder, kann ich Ihnen sonst noch eine Folie zeigen, was das bedeutet, ein unternehmerischer Entscheid. Letztendlich war es ein wirtschaftlicher Entscheid. Sieht man es ja. Es waren schlussendlich viele Faktoren, die halt dazu beigetragen haben. Nach Fukushima wurden die Erneuerbaren gerade in Deutschland auch massiv subventioniert. Das führte halt zu einer gewissen, meiner Sicht, einer Marktvorstellung. Der Strompreis fiel ins Unendliche. Das sieht man da schön nach 2011. Also, da war nach der Finanzkrise 8 bis 11. Darf ich dazwischen reden? Fiel dann stark herum. Eine Abkehr des Trends war nicht absehbar, weil eine Photovoltaikanlage, die sie haben, egal wie viel das den Steuern gekostet hat, jetzt da und die produziert hat jetzt 20 Jahre.
Das heißt, der Oktober 13, da sind wir schon bei 40 Franken im Megawattstunde. Und dann sinken, wurde der Entscheid gefällt, das Kernkraftwerk aus dem Betrieb zu nehmen. Naja. Der Trend hat sich noch 2-3 Jahre weiter fortgesetzt. Schon gut, nur weitermachen. Ging dann eigentlich die Wende, kam dann erst so 16, 17, wo es dann aufgeht. Und bei 20 Franken im Megawattstunde, da betreiben sie kein einziges Kraftwerk mehr in den schwarzen Zahlen. Das war mal ein Punkt. Zweiter Punkt, Fukushima hat natürlich viele, also hat Druck ausgeübt. Vom Langzeitbetrieb her gab es Sicherheitsauflagen, die wir hätten im dreistelligen Millionenbereich nachrüsten müssen. Ist alles nicht so schlimm, wenn sie das wieder reinholen können, aber eben mit diesen tiefen Strompreisen ist das halt dann auch schwierig. Und nicht zuletzt waren wir ein relativ kleines Werk. Mit unseren 373 Megawatt haben wir halt extrem hohe Fixkosten im Vergleich zu den größeren Werken, weil halt das Personal ist relativ intensiv und weniger der Brennstoff bei einem Kernkraftwerk und sie brauchen ähnlich viel Personal, ob sie jetzt die doppelte Dreifachleistung haben, als wenn sie halt ein Kleinreaktor sind. Und alle diese Sachen zusammen haben halt dann haben halt das Management dazu bewogen, den Entscheid zu fällen, geordnet, um 19 abzustellen, anstatt sich irgendwo auf ein unternehmerisches Risiko dort einzulassen. Gut. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, danke. Ich glaube schon. Ich lese gerade eine andere Frage. Ich lese sie vor aus dem Chat von Christian Preiswerk. Gibt es für einen 10-jährigen anspruchsvollen Prozess genügend Fachleute? Und wird dies in der Schweiz auch bei der Stilllegung von Leibstadt noch der Fall sein? Gibt es Leute, die das können in der Schweiz? Ja, wir machen es ja. Zurzeit gibt es genügend Fachleute, ja. Also auch im nuklearen Rückbau, dass mit den Leuten machen wir das. Wir selber werden natürlich viel Know-how auch aufbauen. Wir versuchen, und das war auch immer die Prämisse des Managements, dass wir so viel wie möglich mit den eigenen Leuten, die eigenen Leute befähigen und das mit den eigenen Leuten machen. Uns dort viel Know-how aufbauen, damit dass wir dann nachher auch dieses Know-how schlussendlich in einem Dienstleistungsgedanke den anderen verkaufen können. Leibstadt wird noch eine Zeit lang hoffentlich im Betrieb bleiben und sein. Ob es schlussendlich das letzte Werk ist, das rückgebaut ist, weiß ich nicht. Sollte dem so sein, wann das genau der Fall ist, weiß ich auch nicht. Ob zu dem Zeitpunkt noch genügend Leute, Fach-Know-how zur Verfügung steht, ich gehe davon aus, weil rückbauen müssen wir es. Andere Länder haben auch Kernkraftwerk, andere Länder haben auch Rückbauerfahrungen. Im schlimmsten Fall machen es halt dann die Ausländer für uns, aber ich gehe mal nicht davon aus. Nochmals eine Frage, ebenfalls von Herrn Preiswerk. Es geht um Emotionen. Ingenieure sind ja rationale Menschen. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie so zersägte Turbinenteile sehen oder Lastwagen beobachten, welche die Anlagereste zum Einschmelzen wegführen? Tut das weh? Vielleicht am Anfang, ja. Man muss sich schon bewusst sein, ich selber war ja auch im Betrieb groß geworden. Man war dann als BIC-Ingenieur, als ausgebildeter Notfallleiter, man hat Silvester dort verbrungen, war halt bei einer Störung, man war Tag und Nacht halt auch zur Verfügung, bei einer Störung war man präsent. Man hat die gut gepflegt, gut geschaut. Wenn man das natürlich jetzt einfach so alles klitz und klein schlägt, tut vielleicht am Anfang ein wenig weh. Auf der anderen Seite ist auch dort die Anlage, es ist natürlich Ende ein und jede Anlage kommt irgendwann mal an ihr Lebensende und muss dementsprechend halt jetzt auch professionell rückgebaut werden. Und wie gesagt, es sind andere Aufgaben, es sind ganz andere Themenfelder, es sind andere Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen, die nicht minder interessant sind. Gut. Danke. Gibt es eine weitere Frage aus dem Publikum? Ja, Sie haben am Anfang gesagt, Deutschland beneide uns wegen, ich habe sie geschaltet.
Deutschland beneide uns wegen unseres Zwischenlagers, was wir hätten. Wie bauen denn die Deutschen ihre Kernkraftwerke zurück, wenn sie kein solches Zwischenlager haben? Ich kenne jetzt die Situation in Deutschland auch nicht in- und auswendig. So wie ich informiert bin, ist das auch sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Und wie machen Sie das, wenn Sie Ihre radioaktiven Abfälle nicht irgendwo in einen anderen Ort bringen können? Also teils können Sie es, wo Sie im Verbund sind, wo dasselbe Mutterhaus mehrere Anlagen hat. Da können Sie natürlich von einem Standort die Abfälle zum anderen bringen. Wenn Sie das nicht können, bleiben die halt, wo sie sind. Das heißt, das Areal kann so nicht freigemessen werden. Es bleibt halt immer noch. Man kann es umzonen, aber irgendwo mal bleibt eine gewisse Grenze, die halt darauf wartet, bis irgendeine Lösung gefunden wird. Drum, wie gesagt, die Situation, die politische Situation, die Rechtslage, die Rahmenbedingungen sind von Land zu Land halt unterschiedlich. Und wir müssen halt hier schauen, wie wir mit der Schweizer Gesetzgebung das machen können. Wir sind halt jetzt sehr in der glücklichen Lage, dass wir uns wissen, wo wir mit unseren radioaktiven Abfällen hingehen. Ich habe hier nochmals zwei Fragen im Chat von Herrn Carlsen. Eine Trafo-Anlage ist verkauft worden, die zweite wird verschrottet. Gibt es weitere Anlageteile, die weiterverwendet werden können? Die gibt es, ja. Die ganze Nuklearbranche, zumindest hier in Zentraleuropa, ist ja rückläufig. Es ist ja nicht mehr so sexy, Kernkraftwerke zu bauen zur jetzigen Zeit. Dementsprechend sind auch die ganzen Zulieferer, haben sich halt anderweitig umgeschaut. Es wird mittlerweile je länger, je schwieriger, auch klassierte Komponenten zu erhalten. Also die Komponenten zu bekommen auf dem Markt ist einfach, aber wirklich nuklear klassierte Komponenten, die halt dann auch die entsprechenden nuklearen Anforderungen erfüllen. Wie gesagt, das Ventil ist eine Sache, das Papier dazu eine andere. Wir besitzen viele noch Ventile im Lager oder auch in der Einbaupositionen, die entsprechenden Papiere haben. Und das sind natürlich sehr wertvolle Komponenten, die zum Teil so auch auf dem Markt schwer zu beschaffen sind. Und da tut sich durchaus auch ein Markt aus, wo wir Sachen in anderen Werken verkaufen können. Dem ist so, ja. Eine ganz praktische Frage von Walter. Wie werden diese dicken Platten Stahl zersägt oder zerkleinert? Da gibt es verschiedene Trennverfahren. Je nach Dicke, also wir haben zum Teil thermische Trennverfahren. Es gibt aber auch ganz normale, einfache Seilsägen, also diamantbestückte Seile, die halt so eher so im Betonrückbau. Zum Teil Rohre werden auch mit Stichsägen durchsägt, mit Trennschleifern. Da gibt es unterschiedliche Techniken. Ja. Gut, danke. Eine Frage von Thomas. Sie müssen die Glaskugel hervornehmen. Haben Sie eine Einsicht in die Zukunft der Kernenergie bezüglich der Kernfusion? Ja gut, ITER ist ja jetzt im Bau, oder, in Cadarache. Was das alles nachher nach sich bringt, ja, da bin ich überfragt. Also Kernfusion mit der Meinung wird kommen, aber eher unwahrscheinlich in den nächsten Jahren. Ich wäre eher ein Befürworter einer weiteren Generation Kernkraftwerke in der Fission, jawohl, in Spaltkraftwerken, bis dann die Zeit reif ist für die Fusion. Weil nach wie vor, also würde ich sagen, die Kernenergie hat Zukunft, gerade jetzt mit der ganzen Klimadebatten. Wie es dann kommen wird, auch politisch, weiß ich, kann ich nicht sagen. Aber die Fissionsenergie, die wird weiterentwickelt. Es gibt neue Typen von Kernkraftwerken. Wenn man etwas weltweit auf die Nuklearbranche schaut, geht es eigentlich steil bergauf. Das ist vor allem gerade im deutschsprachigen Raum oder allgemein im zentraleuropäischen Raum ist eine gewisse Ablehnung da gegen diese Technologie, die Vorteile und Nachteile halt auch hat. Aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile, aber andere Länder haben das erkannt. Also China
baut Reaktoren am Laufmeter bald. Es gibt viele andere Länder, die einsteigen, zum Beispiel die Türkei, auch im arabischen Raum. Weltweit geht's vorwärts mit der Nuklearindustrie. Ja. Eine Frage zum Geld von Robert. Wie verhalten sich die Kosten des Rückbaus und der Langzeitlagerung im Vergleich zu den Einnahmen während der aktiven Zeit? Hat sich das gelohnt überhaupt? Gut, die Kosten kann ich Ihnen auch schnell mal aufzeigen. Das ist auch nichts Geheimes. Also hier sehen Sie die Zahlen, wie sie so in den entsprechenden Fonds drin sind. Es gibt zwei verschiedene Fonds, das sind vom Bund beaufsichtigte Fonds. Eines ist der Stilllegungsfonds und eines der Entsorgungsfonds. Übrigens, diese Zahlen können Sie auch nachlesen. Das ist der sogenannte STENFonds, eben Stilllegungsentsorgungsfonds. Dort finden Sie alles. Das sind die Zahlen aus der Kostenstudie 2016. Wie gesagt, die wird alle 5 Jahre wird die neu erstellt. Und je nachdem, was da herauskommt, also da werden die Kosten geschätzt, jedes Jahr neu, alle 5 Jahre neu. Das wird dann geprüft. Es gibt da irgendwie 10 unabhängige Prüfer, die das prüfen. Wird immer mit den aktuell laufenden Projekten verglichen, geschaut, stimmt das überein. Und sollte sich dort eine Lücke auftun, kommt der jeweilige Betreiber sofort in Nachschusspflicht drin. Das sind die Zahlen, wie sie jetzt noch von 16 sind. Die Zahlen der Kostenstudie 21 sind zurzeit in Arbeit. Wir sehen da, der Nachbetrieb selber, der wird komplett über die eigenen Rückstellungen der Firma oder des Betreibers sichergestellt. Und dann für die Stilllegung sind zurzeit von diesen 588 sind 489 sind im Fonds bereits drin. Bereits bezahlt, eben seit 16 bis jetzt 20, wurden nochmal 47 durch uns. Wir haben noch künftige Beiträge, die wir leisten müssen von 36 Millionen. Das ist dadurch geschuldet, dass diese Fonds auf 50 Jahre ausgelegt sind und wir jetzt nach 47 Jahren den Betrieb eingestellt haben. Also wir werden noch 3 Jahre einzahlen müssen. Und dazu kommt dann noch etwas Anlageerträge einfach aus den Finanzmärkten. Bei der Entsorgung sieht es auch ähnlich aus beim anderen Fonds. Da sind natürlich die Anlagenerträge viel höher. Es wird hier immer mit Realrenditen von 2% gerechnet. Übrigens, vielleicht im Vergleich, der Fonds erwirtschaftet seit Beginn. Ein Fonds ist irgendwo um die 3,5% und einer um die 3,7% echte Rendite. Also inklusive der Finanzkrise, inklusive der Dotcom-Blase. Also das sind jetzt durch Corona haben sie natürlich, 19 waren die Fonds natürlich extrem gut. Durch Corona wurden sie wieder etwas, haben sie verloren. Aber soweit, eigentlich das ist die Finanzierung soweit auf Kurs. Wie vergleicht sich das mit den Erträgen, wenn ich das zusammenzähle? Fast 1 Milliarde Franken kostet die Stilllegung. Ja. Wurde deutlich mehr verdient, also war es rentabel dann? Also diente der Betrieb nicht nur dazu, die Stilllegung zu finanzieren? Das gehört ja zu den Gestehungskosten dazu. Also mit Sie als Konsument, mit jeder Kilowattstunde, ja, die Sie bezahlen, ist natürlich ein Teil davon ist dort drin. Mhm. Das sind die Gestehungskosten, ist ja diese Vorbewirtschaftung schon drin. Okay. Es gibt nochmals eine Frage von Herrn Carlsen. Es fehlen jetzt der Energieanteil von Mühleberg. Wie sieht der verbleibende Elektroanteil für die Schweiz aus, im Jahresmittel gerechnet? Ab welchem abgebauten Kernkraftwerk sinkt der eigene Anteil an Elektrizität in der Schweiz unter 100%? Können wir selber genug Strom produzieren, jetzt wo Mühleberg weg ist, wo vielleicht Betznau weggehen wird? Ja, wir waren jetzt natürlich die Ersten und wir sind ein kleines Werk. Wir haben ungefähr 5% der Schweiz ausgemacht. Wenn Sie 5% wegnehmen, merken Sie das noch nicht. Selbstverständlich, es war ein Viertel der Produktion der BKW oder es war die Hälfte der Stromproduktion in Bern fiel damit weg. Allerdings, wir haben genügend Produktionskapazitäten, jetzt wir als Firma der BKW, vor allem im Ausland, wo sehr ausgebaut wurde.
die 5%, die sind verkraftbar. Mhm. Die haben wir auch, die können wir gut kompensieren. Wie es dann ist, wenn die gesamte Kernenergie aussteigt, also wenn dann 40% fehlen, das mhm. wird dann etwas herausfordernder. Insofern interessant, weil auch jetzt Deutschland die großen Anlagen außer Betrieb nimmt, weiß nicht, auch 21, 22 mhm. geht dort auch der letzte Reaktor vom Netz. Gleichzeitig wird jetzt vermehrt Druck gemacht auf die Kohlekraftwerke mhm. in Deutschland. Also da fallen massivst auch Produktionsanlagen, große Produktionsanlagen aus. Ja, das bleibt spannend. Danke. Urs Blumer schreibt noch, die BKW, die Bernischen Kraftwerke, sind natürlich daran interessiert, wirtschaftlich zu arbeiten und haben deshalb das Werk Mühleberg abgestellt. Ja, ja, richtig. Gibt es sonst noch eine Frage? Ja, ich will meine Frage vielleicht präzisieren. Dann danke ich Ihnen nochmals ganz herzlich für den Vortrag, für das geduldige Beantworten der Fragen. Und ich danke Ihnen vor allem, dass Sie hierher gekommen sind, um vor einem fast leeren Hörsaal und ganz vielen Leuten in dem kleinen weißen Kasten Ihren Vortrag zu halten. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ja. Bevor ich ganz schließe, ein Hinweis auf die nächsten beiden Veranstaltungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Übermorgen am Sonntag findet die Wissenschaft um 11 statt, und zwar im gewohnten Rahmen, Corona-mäßig gewohnten Rahmen mit Publikum. Es wird nichts zu essen und zu trinken geben, dafür haben wir den Preis ein bisschen reduziert. Professor Heinrich Haller, der ehemalige Direktor des Schweizerischen Nationalparks, redet über Kolkraben. Der Kolkrabe, Totenvogel, Götterbote, tierisches Genie, Beitrag eines Biologen zu Allerheiligen, ist der Titel seines Vortrags. Und in 2 Wochen findet der nächste Freitagsvortrag statt. Es geht um Pestizide in Gewässern. Der Vortrag wird wieder über Zoom stattfinden. Wir versuchen, den gleichen Link beizubehalten. Sie können diesen Brief aufbewahren. Sie können nächstes Mal am Freitagabend wieder auf den gleichen Knopf drücken und wir versuchen, das im gleichen Rahmen zu machen. Dr. Christian Stamm wird dort erzählen. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter Umweltchemie an der EAWAG in Dübendorf. Und er geht der Frage nach, wie Pestizide in die Gewässer gelangen, wie stark die Gewässer belastet sind und welche biologischen Auswirkungen. Das hat ein hochaktuelles Thema, auch angesichts der Abstimmungen, die wir vor uns haben. Üblicherweise laden wir Sie an dieser Stelle noch auf ein Bier ein. Das ist heute einfach ein bisschen schwierig. Auch wenn die Technik perfekt funktioniert hat, das Bier können wir Ihnen nicht anbieten. Wir danken Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir hoffen, Sie wieder begrüßen zu dürfen, dann am Sonntag oder in 2 Wochen, und wünschen Ihnen einen guten Abend und bleiben Sie gesund. Gut.